Ich hoffe mal, ich bereue das nicht. Aber wenn doch, dann kann ich es später mit Game Shark kurz wieder raushacken. So wie damals. In der Aufnahme, die ihr nie gesehen habt, weil ich den Ton nicht aufgenommen habe. Hey, Eindringling, Alarm! Ich muss aufpassen, dass ich erst alle diese Rockertrüpel abräume. Und dann sehen wir weiter. So, Arashizumi, wir versuchen das nochmal. Flammenrad. Bitte was? Nö, das Super nehme ich so auseinander. Dazu brauche ich nichts anderes. Glut. Na, fast. Mist, ich habe versagt. Tja. Ich bin dran, es gibt keinen Kommen. Du hast wieder alle drei, nehme ich an? Ja. Yep. Geschenkte Punkte, den schaut man nicht ins Maul. Ich frage mich ja schon so ein bisschen, ob die AP das mitmachen. Okay, das Slimer können wir beim nächsten Level-Up auch besiegen. Lege ich jetzt mal so fest, also mit einem Glutschlag. Und zwar genau jetzt. Komm, ernsthaft, ein Radfratz? Auf 18, dann habe ich eben schon mit 19 verlegt. Ernichtet. Irgendwie so. Und jetzt auch noch mit Level Up hat er keine Chance gegen Arashizumi. Ja, greift nur weiter an. Wie gesagt, ich will vorher nur wissen, ob die Dinger sich wieder aktivieren. Du merkst richtig. So, testen wir das nochmal. Und täglich grüßt das Murmeltier. Das ist ein Tapir. Ist doch egal. War das ein Tapir? Ich glaube schon, oder? Yay, es klappt. One-hitted. Fühlt sich gleich viel besser an. So, Subat wurde erledigt. Na, ah, der schon wieder. Ich bin dran, es gibt keinen Kommen. Ja, ne, und sonst so, was macht ihr den ganzen Tag über? Auch so in Rocket-Verstecken abhängen und Zubat zerlegen oder eher so andere Sachen. Hat ja jeder so andere Hobbys.
Ja, das geht auch. Nicht sehr nett. Das geht immer noch nicht. Ich habe gerade noch mal gegengecheckt. Ich krieg wirklich nur beim Käferturnier den Sonnenstein. Das machen wir dann nach diesem Rocket-Ding hier. Wir werden jetzt Team Rocket einfach mal in dieser Session auseinandernehmen. Na, das hat sich jetzt aber gelohnt. Ich muss sagen, so ein bisschen nervt es mich auch schon, aber... Kostenlose KP, EP meine ich, KP verliere ich, aber EP... So, Traumauto, Runde, keine Ahnung wie viel. Los, Arashizumi, Flat. Ich weiß, ich könnte zur Abwechslung mal mit anderen Pokémon kämpfen, aber warum? Ich meine, wenn ich jetzt hier das Gyarados einsetze, dann... Wer weiß, was passiert? Ich frage mich ja gerade so ein bisschen, was diese Rüpel zwischen den Kämpfen machen. Kommt der eine an, wird besiegt und rennt dann ins Pokémon-Center, während der andere angerannt kommt. Dann wird der besiegt und während der dann besiegt ist und ich zum nächsten Ding renne, ist der andere aus dem Pokémon-Center zurück und stellt sich schon wieder bereit. Und dann ist der dran und während der dran ist, ist der andere auch schon wieder da und so stelle ich mir das vor. Ey, vor allem du bist ein Feuer-Pokémon, du hast Holzkohle. Und bist, weiß ich, wie viele Level über denen, das sollte alles einfacher sein. So, wenn ich mich recht erinnere, Slime hat noch nicht gereicht, ne? Sparen wir doch mal ein bisschen Glut. Aber nur in Stellen, wo man Glut sparen kann. Ach komm. Das Stück hätte er mir auch noch geben können. Hör mich zuzutexten. Ich weiß, wie ich euch ausschalten kann. Ich will euch nur nicht ausschalten. Siehst du mal, das hat sich doch gelohnt. Hey, Eindringling, Alarm! Wie oft denn noch, wie oft denn noch, wie oft denn noch? So, Shizumi, los! Dann können wir gleich testen, ob wir das Slime auch mit Glut wegkriegen. Wenn ja, dann sind wir ein gutes Stück weiter. Was? Wieso reicht das auf einmal nicht mehr? Wir müssen das Traumauto auch mit einem... Oh, verdammt. Warum?
Drucke drüber sitzt Zubat ein, soll er mal machen. Reicht da ein Ruckzuckhieb aus? Ja. Da kann ich Traumauto nicht mehr. Warum nicht? Okay, Zubat ist kein Problem. Zubat können wir ruckzuck hieben. Slimer und sie allerhand? Mal gucken. Reicht deine Glut? Oder nicht? Nein, immer noch nicht. Da kannst du dich steif stellen, wie du willst. Geht nicht. Wenn du zum Felsen wirst, dann wirst du nur zerbrechen. And now a bold experiment. Es heißt Experiment. Ja, aber wir kriegen Erfahrungspunkte, deswegen Experiment. Gut, wir kriegen also die Radfratz generell mit Ruckzuckhieb weg, genauso wie die Zubat. Nur Slybat und Traumauto sind so Sachen. So, was dein Stick ist, weiß ich zufällig. Berndi, zeig's ihm! War es keine Explosion? Ich hatte jetzt eine Explosion erwartet. Berndi erreicht Level 33. Ah, das ist Elektroball. Oder Voltoball. In dem Sinne. Das ist immer so ein super Ort, ne? Hier konnte man herkommen, wenn man zu faul war, die Dinger selber zu entwickeln. Schön hohe Level. Swagon! Was die Gegend hier soll, frage ich mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen. Ich meine, was ist das für ein Teststreifen, wo die auf einmal so alle hintereinander stehen, in einer Reihe? Das irritiert mich. Das könnte jetzt sein, oder? Nö. Gut, dann gibt's hier wahrscheinlich nur Voltoball. So, das sind jetzt alles Pokémon, die explodieren können und keins davon ist explodiert. Dabei soll das doch ein Minenfeld sein, oder? Das mich ausnockt, während ich versuche, mich am Versteck zu bereichern. Bist du glücklich? Punkt. Los. Mach einen weiteren Schritt. Wir haben Fallen in den Boden eingebaut. Aber da stand bestimmt Punk, ne? Nicht Punkt. Hab ihn wieder verlesen. Ratfratz! Oh nein! Es ist eine violette Ratte! Wir nennen sie Thanos! Und jetzt ist sie weggeschnippt worden. Gott, ey, wenn das hier rauskommt, diese Folge ist Avengers Endgame längst im Kino gewesen.
Da frage ich mich echt, in welchem Licht die Thanos-Witze dann stehen werden. Wer weiß, gleich ist er ja der Retter des Universums auf einmal oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass aktuell sämtliche Leute über Sachen diskutieren wollen aus dem Trailer, über die ich nicht diskutieren will, weil ich mehr weiß als die Leute. Weil ich Set-Fotos gesehen habe. Wow, das ist jetzt ein richtig geiler Kämpfer gewesen. Ich hätte gehofft, dass ich jetzt wenigstens auf 36 komme, aber das kann ich mir wohl abschminken mit 5, 4, 3, 2 Ratzfratz. Keine Ahnung, wie viele Ratzfratz das waren. Ich weiß nicht, wo die Fallen aufgestellt sind. Du musst deinen ganzen Mut zusammennehmen und weitergehen. Ja, oder ich lasse es. Oh, was ist denn hier verborgen? Wie nichts? Nichts ist nicht, weil geht nicht.